Ja, ich bin natürlich mit der Leistung zufrieden. Natürlich nicht so, wie wir halt die Gegentore bekommen haben, weil da haben wir uns wirklich schlecht angestellt. Einmal halt ein Rückpass, ne, was halt mal passieren kann, aber was ich eigentlich nicht haben möchte, ne, weil im Prinzip haben wir das Spiel im Griff und durch so einen bringen wir den Gegner halt wieder ins Spiel. Kann passieren, ist Vorbereitung, ist kein Problem. Nur dann halt dasselbe halt wieder kurz vor der Halbzeit, eine 3-gegen-1 Situation. Er will halt nur den Freischuss haben, wir tun ihm den Gefallen und das Ende vom Lied ist, Ball ist halt drin. Ist natürlich schade, ich denke, dass vom Spielverlauf 60, 70 Minuten, dass wir mindestens gleichwertig waren. Aber wie gesagt, Ergebnis spielt keine Rolle. Auf die Leistung kann man aufbauen und es war okay. Nach dem Spiel kann ich auch sagen, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, dass wir auch für unsere Fitness etwas getan haben gegen einen Gegner, wo auch uns gefördert hat und dementsprechend war nicht einfach und ja, mussten wir natürlich auch uns verbessern in Sache Konzentration, Zielstrebigkeit und Abgezocktheit, weil wir haben auch genug Chancen gehabt, um dritt und vierte Tor zu machen und das Spiel schon früher für uns zu entscheiden. Aber wie gesagt, das ist auch wichtig jetzt in dieser Phase, wo wir auch nicht so frisch sind, wo wir auch müde sind, dass wir auch solche Spiele gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich und nicht einfach. Wir haben ja noch, ich sag mal so, gute 2 Wochen. Und ich denke, da müssen wir halt noch die Spritzigkeit, Schnelligkeit, solche Sachen anhalten. Das fehlt. Aber ich meine, was soll ich jetzt sagen? Es war halt nur ein Freundschaftsspiel, was man nicht zu hoch bewerten sollte. Es war klar ein Zweitligist, aber die sind auch in der Vorbereitung, sind auch noch nicht da, wo sie sicherlich in 2, 3 Wochen sein wird. Ich denke, wir haben uns gut verkauft, positive Sachen mitnehmen, aber man sollte wirklich das Spiel nicht überbewerten. Wir sind jetzt mit der Vorbereitung. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Wochen mehr in den taktischen Bereich gehen, mehr in Spritzigkeit, mehr in Zielstrebigkeit und Abschlüsse werden wir auch trainieren, das ist auch klar. Aber momentan bis jetzt bin ich auch sehr zufrieden, wenn man sieht, was wir auch für Ergebnisse, wie wir gespielt haben und auch natürlich dementsprechend einziger Minuspunkt für uns ist die Verletzungen von Janic und Albutat. Sonst bis jetzt mit der kompletten Vorbereitung bin ich sehr zufrieden.